Wie schaffst du es, dass ein Mann öfter mit dir Zeit alleine verbringen möchte? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und in meiner Heldinnen-Facebook-Community, in meiner Heldinnen-Gruppe kam vor kurzem die Frage auf, Darius, wie schaffe ich es denn, dass ein Mann auch öfter mal Zeit mit mir alleine verbringen will? Wir kennen uns jetzt schon so einen Moment und wir finden uns auch ganz gut, aber immer wenn wir uns alleine treffen, dann geht das von mir aus und ansonsten sind da immer andere Leute dabei. Er fragt mich niemals von sich aus, ob wir mal was zusammen machen können. Und das, meine Liebe, ist ein weit verbreitetes Problem, aber es gibt Lösungen dafür. Die erste Lösung ist es, finde heraus, was ihn interessiert und versuch seine Begeisterung dafür zu verstehen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass du bestimmte Dinge gerne mit ihm machen würdest. Du würdest gerne mit ihm Kaffee trinken gehen, ein bisschen in der Stadt schlendern, in die Therme fahren, in die Sauna oder was auch immer. Das sind Dinge, die würdest du gerne mit ihm machen. Das sind Dinge, die motivieren dich. Aber jetzt geht es erstmal darum, was motiviert ihn? Was macht ihm denn Spaß? Und das sind vielleicht Dinge wie an seinem Auto rumschrauben oder am Wochenende mal Fußball gucken oder was auch immer für Dinge. Und wenn du es schaffst, ihn besser zu verstehen, seine Begeisterung zu verstehen, dann kannst du ihm vorschlagen, das doch auch mal zusammen zu machen. Jetzt solltest du vielleicht nicht mit ihm jedes Wochenende ins Fußballstadion gehen, aber vielleicht gibt es ja irgendetwas, was damit zu tun hat. Vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Fußballausstellung oder irgendein Fußballfilm oder was auch immer, was irgendwie themenrelevant ist, worauf er auch Spaß, woran er auch Spaß haben könnte, falls das so ist, dann schlag ihm doch mal vor, das zusammen zu machen. Denn was viele Menschen, inklusive mir, oftmals vergessen ist, es geht nicht immer nur um uns. Wir denken meistens, dass das, was uns gefällt, auch automatisch anderen Menschen gefallen wird. Und ich gehe super gerne ins Dampfbad. Meine Freundin geht super gerne in die Sauna, da würde es ja eigentlich nahe liegen, weil ich mag Thermen auch sehr gerne, dass wir zusammen in die Sauna oder in die Therme gehen. Das ist für uns aber sehr schwierig, weil meine Freundin grundlegend anders in die Therme geht als ich. Und das haben wir ein paar Mal versucht, das ist aber oftmals einfach nur stressig für alle Beteiligten, also für sie und für mich, deswegen machen wir das nicht mehr so oft. Was wir aber durchaus machen können, ist herausfinden, woran haben wir denn noch Freude? Was sind denn Dinge, die uns beiden Spaß machen, damit wir die zusammen machen können? Vielleicht bist du aber noch gar nicht so weit, deswegen geht es erstmal darum, dass du ihm zeigst, dass Zeit mit dir alleine zu verbringen, außerhalb des Schlafzimmers, auch Spaß machen kann. Das heißt, schau einfach mal, was für Dinge begeistern ihn denn? Welche Dinge motivieren ihn? Welche Dinge findet er großartig? Und überleg mal, wie du ihn dabei unterstützen kannst, diese Dinge noch besser zu finden, noch mehr zu zelebrieren, noch mehr zu feiern. Das heißt, wir müssen so einen kleinen Perspektivenwechsel machen. Weg von meiner Perspektive hin zu seiner Perspektive und uns eben genau das fragen. Was könnte mir denn gut gefallen? Also was müsstest du als Frau tun, damit ich als Mann das noch besser finde? Und wenn du es nicht weißt, dann frag ihn doch einfach mal. Frag ihn, hey, guck mal, ich würde gerne was mit dir alleine machen. Worauf hast du denn besonders Bock? Dies, 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 dies oder vielleicht auch gar keine Vorschläge und fragst ihn einfach, aber ich würde trotzdem irgendwelche Vorschläge bringen, weil dann sieht er auch, dass du dir Mühe gegeben hast. Abgesehen davon, wenn ein Mann trotz der Tatsache, dass du dir Mühe gibst, trotz der Tatsache, dass du gerne Zeit mit ihm verbringen möchtest, trotz der Tatsache, dass du Vorschläge gemacht hast, dass du wertschätzend warst, dass du respektvoll warst, dass du da versucht hast, ihm näher zu kommen. Wenn er das dann trotzdem nicht möchte, dann ist er vielleicht nicht der richtige Mann. Es kann sein, dass er trotzdem der richtige Mann ist und die Dinge nicht will, weil er sagt, ich will lieber alleine mit meinen Freunden zum Fußball gehen. Auch absolut in Ordnung, wenn du Verständnis dafür hast. Und dieses Verständnis hängt natürlich stark mit so Dingen zusammen wie Verlustangst. Wenn du ganz viel Angst hast, dass er irgendwie sich von dir distanziert, dann willst du natürlich so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen und vielen anderen Sachen. Aber der beste Weg, und das ist einer der besten Tipps, die ich jemals im Dating-Kontext bekommen habe, der beste Weg, um erfolgreicher mit dem anderen Geschlecht zu sein, ist es, etwas Besseres zu tun zu haben, als erfolgreich mit dem anderen Geschlecht zu sein. Wenn du möchtest, dass dein Partner mehr Zeit mit dir verbringt, auch wenn es kontraintuitiv ist, hab etwas Besseres zu tun,
als mehr Zeit mit deinem Partner zu verbringen. Denn niemand mag es, so ein anhängliches Anhängsel immer zu haben, was immer sagt, hey, ich brauche Aufmerksamkeit, hey, kümmere dich um mich, hallo, 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 ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Keiner mag das. Aber wir alle mögen Menschen, die gewisse Standards haben. Die sagen, hey, guck mal, so und so sollte das sein, so und so mache ich das. Wenn du mitkommen willst, ist cool. Wenn du nicht mitkommen willst, ist auch in Ordnung. Wenn du ein super spannendes Leben führst, ein Leben, worauf du stolz bist, was du geil findest, wo du geile Sachen machst, die dir wirklich Spaß machen, naja, dann wird er schon von sich aus darauf kommen, dass er gerne an diesem Leben teilhaben möchte. Aber wenn dein Leben eigentlich so lala spannend ist, weil du abends von der Arbeit kommst und dann noch was im Haushalt machst und dann eigentlich zu kaputt bist, um noch irgendwie was Anständiges zu machen mit deinem Tag und deswegen schlafen gehst, ja, dann hast du ein relativ langweiliges Leben. Und ich kann es dem Mann nicht übel nehmen, dass er daran nicht so viel teilhaben möchte, weil dann wird sein Leben vielleicht auch langweiliger. Das heißt, hab etwas Besseres zu tun, als Zeit mit einem Mann zu verbringen. Und dadurch wird sich die Zeit, die dieser Mann mit dir verbringen möchte, um ein Vielfaches steigern. Wenn nicht bei diesem Mann, dann bei Männern generell. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Falls das so gewesen sein sollte, würde ich mich darüber freuen, wenn du das Video positiv bewertest. Gerne auch meinen Kanal abonnieren. Wer dazu Fragen haben sollte, stell sie gerne unterhalb dieses YouTube-Videos in die Kommentarfunktion. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, alles Gute.